Moin moin und willkommen zurück bei Spellforce. Wir sind hier im letzten Part im Gefängnis stehen geblieben und können jetzt endlich ausbrechen. Freiheit, da freue ich mich schon wieder drauf. Aber wir brauchen natürlich auch unsere Sachen. Da. Ich glaube, das da drüben ist unsere Ausrüstung. Na dann, holen wir sie. Ist jetzt eine optionale Quest, aber welcher Vollidiot würde das bitte nicht machen, oder? Viel besser. Ja, wobei ich mich immer noch frage, wo zum Henker die ganzen Wachen sind. Verschreit es nicht. Nun gut, alles, was wir gesammelt haben, haben wir jetzt wieder. Das ist sehr schön. So, du kriegst wieder das Ding hier. Du kriegst auch wieder deinen schnellen Kompositbogen. Achso, das ist Irias Rüstung. Okay, dann kriegt Iria jetzt das. Beschädigte leichte Rüstung der Wolfsgarde. Oh, ist die beste. Die ist auch wesentlich besser als meine. Dann kriegen wir die. Hat Iria auch einen Bogen oder muss sie jetzt einfach den Bogen hier nehmen? Ich meine, das sind nur Armbrüste. Ach, Iria hat tatsächlich von sich aus keinen Bogen. Dann kriegt sie die Kugel hier. Und ich krieg natürlich wieder mein Schildamulett und meinen Ring. Zack, Schriftrolle der Resistenz. Ist das der Verblasste? Genau. Aber haben wir alles schon gelesen. Und Aonias Rune, die uns dann Wiederbelebung gewährt. Gut, aha, das müsste passen. Säcke und Bündel mit etwas Weichem gefüllt. Kleidung? Vielleicht die Habseligkeiten der Häftlinge. Gut, ihr kommt auf eine Kontrollgruppe und dann können wir hier auch schon loslegen. Wer von euch macht mehr Damage? Okay. Natürlich ich. Ja, die Rune. Sie reagiert auf irgendetwas. Und ich glaube, ich weiß auf was. Seht ihr den Stein da drüben? Das ist ein Gottstein. Vielleicht könnten wir versuchen, die Rune mit ihm zu verbinden, wie der Bote gesagt hat. Obgleich sie bemoost und feucht sind, bemerkt ihr, dass die Säulen und der Gottstein aus dem gleichen Material bestehen. Vielleicht sind sie Teil einer Rune. Und da haben wir ihn jetzt. Heldentod, Gottsteine. Wenn einer eurer Helden fällt, ist das nicht das Ende eurer Reise. Solange ihr den Wiederbelebungszähler über eurem Helden seht, kann ihm ein anderer Held auch auf die Beine wieder helfen. Ihr könnt eure verbleibenden Wiederbelebungsladungen verwenden, die ihr rechts von eurem eurer Schnellzugangsleiste findet, um euren Helden an einem Gottstein unter eurer Kontrolle wiederzubeleben. Wenn der Wiederbelebungszähler eines niedergestreckten Helden abläuft, wird eine Wiederbelebungsladung verbraucht und er wird an eurem nächsten Gottstein wiederbelebt. Um den Wiederbelebungsprozess zu beschleunigen, könnt ihr euren Helden auch sofort an einem eurer Gottsteine wiederbeleben lassen, indem ihr das Porträt des Helden im Produktionsmenü des Gottsteins auswählt. Verbrauchte Wiederbelebungsladungen regenerieren sich nach einiger Zeit. Die Anzahl der maximal verfügbaren Wiederbelebungsladungen hängt von eurem Schwierigkeitsgrad ab. Wenn der Wiederbelebungszähler eines Helden abläuft und keine Wiederbelebungsladungen mehr zur Verfügung stehen, verliert ihr das Spiel. Okay. Also eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu verlieren, beziehungsweise sogar die wirklich einzige, ist tatsächlich, dass wir Helden für immer verlieren. Das soll aber wirklich nicht der Fall sein. Interessant. Bilde ich mir das ein oder fühlt sich die Magie hier, ich weiß nicht, anders an? Ja, tut sie. Ich schätze mal, das ist keine gewöhnliche Lichtmagie, die von diesem Stein ausgeht. Nein, wie gesagt, sie ist anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Und das soll was heißen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr mir der Gedanke gefällt, mit einem uralten Artefakt verbunden zu sein, das es schon länger gibt als die Former. Sobald wir hier draußen sind, will ich mir diese Rune auf jeden Fall mal genauer ansehen. Ich auch. Wie auch immer, was zählt ist, dass die Rune reagiert hat. Und wenn der Bote keinen Unsinn erzählt hat, sollte uns ihre Macht, naja, wieder auferstehen lassen, wenn wir sterben. Wieder auferstehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Wir sollten es auf jeden Fall nicht drauf anlegen. Gehen wir weiter. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass das was ist? Im Notfall möglich ist. Ja. So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Auf beiden werden wir vielleicht ein paar Gegner finden und so. Deswegen werden wir auch beide erkunden. Gut. Wir werden generell sowieso alles erkunden. Hier ist nämlich noch Loot. In Ordnung.
Mysteriöser Schlüssel. In dem Fall gehen wir doch nochmal zurück, weil wir haben für die Türen hier einen mysteriösen Schlüssel gebraucht und da wir den jetzt haben, können wir die Türen da bestimmt öffnen. Da gibt es dann vielleicht auch noch was zu holen. Ich flitziere hier einfach komplett davon. Mal sehen. Okay, hier ist absolut überhaupt gar nichts. Und hier auch nichts, wa? Sicher doch. Nee, nicht unbedingt. Aber da unten war eine Leiche hinter so einer Tür. Ich sehe es mir mal an. Ihr erkennt die Stickerei auf der Tunika des Mannes wieder. Ein Rebellenmagier. Okay, also nicht wirklich irgendwas, was wir jetzt hier rausbekommen haben, aber naja. Dann laufen wir mal weiter. Gott, ich flitze ja wirklich komplett davon. Habe ich irgendwas, dass ich schneller laufen kann? Aunias Rune gibt mir außerdem 50 Lebenskraft und 2 Fokus. Das ist auch nicht schlecht. Nur so als passiver Bonus scheinbar. Interessant. Oha. Hier haben wir ganz viele Sachen, für die wir aber Konstitution brauchen. Das heißt, ich sollte auch wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Konstitution skillen, damit wir auch Rüstungen tragen können. Also zumindest hier auch noch so einen Helm. Aber wenn wir einen Nahkämpfer nachher irgendwann in unserer Truppe haben, dann kann der das auch einfach tragen. Die Heilsbotschaft des Lichts. Als Allvater Aonir die Gottsteine auf Eo setzte, wurde diese Welt gesegnet. Als Allvater Aonir die Wächtergötter erschuf und ihnen befahl, über Eo zu wachen, wurde diese Welt gesegnet. Als Allvater Aonir auf Eo blickte und die Menschheit sah, wurde diese Welt gesegnet. Als Allvater Aonir Eo wegen den Sünden der Menschen verließ, wurde diese Welt verdammt. Wir fragen uns, wie kam es dazu, dass wir vom Weg abgekommen sind? Die Antwort ist eindeutig. Wir sind Sünder und wir sind gewalttätig und gierig. Wir sind unrein und streben nach Macht, die wir nicht verdienen. Wir sind Diebe an einer festlichen Tafel und begehren, was nicht unser ist. Magie ist da ein Geschenk, das uns nicht gehört. Dass manche von uns mit dieser Gabe geboren werden, lässt sich nicht vermeiden. Wer Magie für seine egoistischen Zwecke anwendet, der befleckt sich selbst. Magier, die nicht im Dienste des Lichts stehen, versündigen sich gegen den Willen des Allvaters. Und dafür nennen wir sie Schänder. Sünden der Schänder sind Sünden gegen den Allvater. Nur der Tod kann sie von ihren Sünden erlösen. Nur durch das Licht können wir rein werden. Nur wenn wir wieder rein werden, kann der Allvater wiederkehren. Dies ist die heilige Aufgabe, die wir demütigen Sprösslinge bewältigen müssen. Wir müssen die Welt reinwaschen und den Weg für Aonirs Wiederkehr ebnen. Der Tag, wenn der Bote des Lichts das Tor öffnet, soll der Tag der Abrechnung sein. Der Allvater wird über die Wiederherstellung der Reinheit auf der Welt erfreut sein und zurückkehren, um uns immerwährend Frieden und Einheiten zu schenken. Und die Menschheit wird wieder gesegnet sein. Wir fragen uns, was wir noch tun können, um seine Wiederkehr zu beschleunigen. Wie können wir dem Licht am besten dienen? Wir schauen auf zum Boten des Lichts in dem Wissen, dass nur Aonirs Erwählter die Pläne des Allvaters kennt und rezitiert diese Worte. Beim Licht, ich bin rein, wo einst wir gesündigt, erstrahlt nun das Licht. Gott, das ist aber wirklich sehr religiöses Jawohl. Gelaber hier. Und selbst wenn der Allvater dann wiederkommt. Welchen Weg nehmen wir? Ihr kennt euch hier unten aus, oder? Rechtfertigt trotzdem nicht gar genug. Nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der linke Weg zum Hof führt. Aber da sollten wir uns auf heftigen Widerstand einstellen. Und der andere? Ich weiß es nicht. Aber er führt tiefer in den Berg hinein. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal ein paar Wachen über einen Geheimgang ins Gefängnis habe reden hören. Soweit ich weiß, haben sie ihn benutzt, um Alkohol reinzuschmuggeln. Für die langen Schichten. Dann riskieren wir entweder einen Kampf gegen Dutzende Wachen oder laufen Gefahr, uns in einer Höhle zu verirren. Was denkt ihr? Ich denke, wir gehen zuerst nach rechts. Ihr habt einen zweiten Gottstein erobert. Jetzt könnt ihr ein Teleportationsportal zwischen euren Gottsteinen errichten. Und dann, ja, zack, das zeige ich euch auch einfach so, wie es geht, ne? Hier, Portal öffnen und dann können wir auf der Karte einen anderen Gottstein auswählen und können uns jetzt teleportieren zwischen den beiden. Ne? Können uns jetzt hier frei zwischen den beiden bewegen. Einfaches Prinzip, klingt gut. Sehr effektiv auf größeren Karten später.
Gut, ich meine mich zu erinnern, dass hier rechts auch irgendwo noch andere Gefangene sind, die man theoretisch befreien und mit denen man zusammen sich hier rauskämpfen könnte, wenn ich mich recht entsinne. Ihr hattet recht, aber das ist kein gewöhnliches Schloss. Ich glaube, das gehört zu einem Mechanismus. Ihr kennt euch mit Schlössern aus? Die Straße ist ein guter Lehrer. Die Frage ist nur, wie bekommen wir es auf? Und warum haben sie die Höhlen mit einem geheimen Mechanismus verriegelt anstelle eines Schlüssels? Könnte ein geheimer Fluchtweg sein. Grauschanze hat eine Menge davon, damit die königliche Familie fliehen kann, sollte die Festung überrannt werden. Und das Letzte, was man auf einer Flucht will, ist festzustellen, dass man den passenden Schlüssel im Zimmer vergessen hat. Macht Sinn. Dann sehen wir uns mal um. Vermutlich gibt es irgendwo einen Hebel oder dergleichen. Ich seh's mir mal an. Wir müssen den Mechanismus verwenden, um die Tür aufzukriegen. Seht nach einem Schalter oder einem Hebel. Da ist einer. Ja, das hat etwas bewirkt. Aber wartet. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja? Ein empyrisches Schloss. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Hebel in der Nähe und wir müssen beide gleichzeitig ziehen. Los, finden wir ihn. Ach, so ein Ding ist das jetzt. Die Schubladen riechen nach Schnaps. Okay, dann bleibt Iria gleich mal da stehen. Und Hehe geht zum anderen Hebel, denn man sieht schon, dass da auch noch was leuchtet. So. Interessant. Ja. Ja, zack. Das war's. In der Tat. Dann sehen wir uns mal diese Höhlen an. Alles klar. Tarandeln! Verstanden. So, Iria hat ja eine sehr, sehr hohe Fokusregeneration, deswegen dürfte das kein Problem sein. Da haben wir noch was gefunden, noch eine Notiz. Alte mysteriöse Seite 2. Stück einer zerrissenen Seite. Rium, der Magie erfordert mehr als bloße Macht oder magisches Talent. Magie wird von der Gesamtheit einer Person gespeist, dem Inneren und dem Äußeren. Für einen Former, der danach strebt, die Magie zu meistern, ist daher Wissensdurst ebenso wichtig. Wer im Tempel studieren möchte, muss diese Leidenschaft unter Beweis stellen. Diese Qualität treibt das geistige Wachstum und die Erfahrung eines Magiers voran. Man vergleiche einen Magier ohne Neugier auf die weite Welt mit einem Magier, der Wissen mehr begehrt als die Luft, die er atmet. Der Magier, der danach trachtet, seinen Horizont zu erweitern, wird dort Erfolg haben, wo andere nur Enttäuschung finden. Die Beherrschung der magischen Künste wird durch ein Verlangen erreicht, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nicht nur durch den Vorgang an sich. Wie man einen schweren Arbeitstag nicht zu schätzen wissen kann, ohne die Arbeit tatsächlich zu leisten. So kann man die Beherrschung seiner Kunst nicht zu schätzen wissen, indem man sie einfach nur begehrt. Ey, dieses was die Welt im Innersten zusammenhält, habe ich schon mal irgendwo gehört. Da lang? Ich weiß nicht mehr wo. Ob das vielleicht sogar in diesem Spiel war. Nur ob das irgendwie ein wichtiger Satz war, der dann später noch eine Rolle spielen wird. Aber irgendwie sagt mir einfach was, dass mir dieser Satz was sagt. Wird schon schief. Elends Wasser, ich hasse diese Viecher. Scheint, als ist dieser Eingang schon lange nicht mehr benutzt worden. Ist das jetzt hier richtig? Ich weiß es nicht so genau. Großartig. Ein Sturm. Das könnte uns in die Hände spielen. Ansonsten müssten wir es vermutlich mit 5-mal so vielen Wachen aufnehmen. Aha. Okay, wir sind hier noch nicht ganz. Das ist noch nicht alles, was wir sehen können. Okay. Das heißt, wir gehen doch nochmal zum anderen Eingang. Denn hier würden wir jetzt dann schon weiterlaufen, ne? Da ist dann schon der Ausgang. Aber dann kommen wir hier oben nicht mehr hin und können uns hier nicht mehr umgucken. Deswegen machen wir das vorher noch. Warte, 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 wir können einen neuen Trick anwenden, um ein bisschen Zeit zu sparen. Sicher doch. Zack. Fahren wir uns das mal an. Sparen wir uns Fußweg. Hast du das gehört? Ja. Aha. Fußstapfen. Verstanden. Ich hab doch gewusst, dass ich mir hier irgendwas noch erinnern konnte. Jetzt können wir hier die Gefangenen befreien. Tiaras Atem. Danke, mein Freund, Sie hätten mich umgebracht. Die Schweine hätten mich einfach umgebracht. Schon gut. Macht einfach nicht zu viel Lärm und folgt uns. In Ordnung? Danke. Vielen Dank, Kumpel. Das werde ich dir nicht vergessen. Was dagegen, wenn wir zusammenbleiben? Zumindest bis wir aus diesem verdammten Turm raus sind? Ja, wir kennen einen Fluchtweg. Folgt uns einfach.
Ja, Tiaras Atem, danke. Bleibt einfach ruhig und folgt uns. Da, Wachen. Die haben wohl einen über den Durst getrunken und uns deshalb nicht gehört. Wir sollten sie unschädlich machen. In Ordnung. Ihr kämpft einfach mit der Faust, okay. Und ich habe hier tatsächlich einen Bogen. Darauf habe ich viel zu lang gewartet. Ach, die werfen so mit Steinen, wa? Jo. Worum geht's? Der Typ ist aber wirklich gewagt. Also, wie ist der Plan? Da in den Nahkampf direkt zu gehen. Der hat irgendwie eine Sprechblase über sich. Verschwenden wir von ihr. Okay, der will mehr Action haben und weniger labern. Ja. So, das ist die letzte Wache hier. Verdammt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Ich kannte sie. Oh, das tut mir leid. Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es nicht. Sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir weiter. Tja, uns kannten sie auch und sie wollten uns trotzdem hinrichten. Das darf man jetzt auch vielleicht einfach mal nicht vergessen. 200 Gold nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Jetzt haben wir hier, glaube ich, alles gesehen. Das heißt, folgt uns. Könnt ihr uns folgen, oder? Okay, Oh, warte, eine Sekunde. Mal sehen. Durch den Teleportstein können sie uns nicht folgen. Aber ich schätze mal, wenn wir dann durch die Ladezone gehen, sind sie automatisch wieder mit dabei. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt warten müssen auf die, aber ich habe halt hier gerade noch gesehen, dass da noch Loot ist. Her damit, ein kostenloser Heiltrank. Sag ich definitiv nicht nein. Hier noch irgendwas? Nee. Gut. Wir haben ja gesagt vorhin, dass hier bei diesem Ausgang sehr, sehr viele Wachen sein werden. Und wir sind auch gerade schon unten durchgegangen und da waren gar keine Wachen. Und das sah aus wie so ein Geheimeingang. Dementsprechend gehen wir auch hier wieder raus, wenn wir ankommen wollen. Weil da müssen wir dann, glaube ich, weniger kämpfen. Ich meine, klar, kämpfen und DP immer gut, aber wenn es zu viele Wachen wären... Vielleicht gibt es einen Bonus, mit wie vielen lebenden Gefangenen man hier entkommt und... Den würde ich gerne einsacken, dann. Wenn wir da zu viele sterben, wäre es nicht so cool. Okay, da sind sie auch wieder, perfekt. Sicher doch. Da lang? Jetzt sollten wir zusehen, dass wir verduften hier. Gut. Ich sehe es mir mal an. Übergroßer Schlüssel. Okay. Na bitte, hab ihn. Im Ernst? Bilde ich mir das ein? Oder haben die königlichen Soldaten die Angewohnheit, ihre Wertgegenstände einfach so unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. I guess. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür der da ist. Wir werden es schon noch rausfinden. Ein Denkmal, einem gefallenen Helden gewidmet. Die Inschrift lautet, jenen, die Erleuchtung suchen, werden unermessliche Reichtümer zuteil. Gut, Erleuchtung suche ich jetzt vielleicht nicht, aber das mit den Reichtümern fände ich trotzdem cool. Wartet. Seht ihr das? Ja, Patrouillen. Wenn wir nicht so nah herangehen, glaube ich nicht, dass sie uns erkennen. Halten wir einfach den Kopf unten. Ernsthaft? Diese verdammten Bastarde haben uns seit Monaten schikaniert. Das ist mir klar. Aber was sollen wir tun? Es alleine mit der gesamten königlichen Armee aufnehmen? Tut mir leid, aber euer Rachefeldzug wird warten müssen. Scheiß drauf, mir reicht's. Digga, er sprintet durch. Da ist jemand. Er sprintet durch, es juckt ihn gar nicht. Ich meine, zugegebenermaßen... Verflucht, was war das? Hast du deinen Verstand verloren? Was, weil ich kein gottverdammtes Weichei bin? Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich diese Wichser ungeschoren davonkommen lasse, nach allem, was sie mir angetan haben. Also... Das war schon sehr, sehr gottlos, was er da gemacht hat. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. In dem Fall hätte ich jetzt auch sehr, sehr gerne gegen die Wachen gekämpft, weil ich ja gesehen habe, dass es nur zwei sind und uns ganz wenig nur zum Level-Up fehlt. Das waren nur gewöhnliche Wachen, nicht die Leute, die dich gefoltert haben. Die sind alle gleich. Ich kann dich nicht überzeugen, was? Na schön. Dann kämpfen wir uns den Weg eben frei. Wie schön, dass ich euren Segen habe. Hm.
Je mehr, desto besser. Ich stoße ihn jetzt nicht aus, weil er sich bei den Leuten hier rächen wollte. Mal sehen. Die ja zugegebenermaßen mit den Magiern schon ganz schön bodenlose Sachen machen. Mir mal an. So, das hier ist der an. Ja, das ist der andere Ausgang. Das wäre der gewesen, wenn wir oben rausgekommen wären. Da gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. So, der ist auch aktiviert, der Götterstein. Perfekt. Dann gehen wir mal weiter. Ja, wir werden hier sowieso noch auf die ein oder andere Wache stoßen. Was aber auch gut ist. Oder doch nicht? Ich meine, es ist schon sehr leer hier, ne? Alles klar. Nur ein paar Wachen, die hier rumlaufen. Das hat nochmal so ein ganz anderes Feeling, bei Regen und Sturm und so hier lang zu laufen, ne? Ich kann immer noch nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert. Tut es aber. Ihr seid jetzt offiziell ein Deserteur. Tja, sie haben mich dazu gezwungen. Ich wollte eigentlich kein Deserteur sein, aber jetzt ist es wohl dann tatsächlich zu spät. So, Konstitution, zack, rein. Dann kann Hehl den Helm tragen. Dafür braucht man 6 Konstitutionen. Das schaffen wir zwar eh nicht, aber wenn ich hier noch bei Iria auch noch einen reinschieße, dann kann sie vielleicht auch einen Helm tragen, wenn wir nochmal einen neuen finden. So. Das wäre das. Ja, okay, gut. Die kritische Trefferchance ist, glaube ich, ein bisschen geiler, als dass Fokus wiederhergestellt wird. So, wir müssen jetzt hier auch gar nicht auf Heimlichtour reinmachen, ne? Ich besiege hier jeden Gegner, weil wir das zahlenmäßig können. 2 Wachen sind auch nicht so krass. Zack, die sind eh One-Shot mit Zielwasser. Nee, was ich gerade sagen wollte, das hat nochmal so ein ganz, ganz anderes Feeling, hier rumzulaufen als Deserteur, ne? Und dann noch beim Sturm, wenn hier nicht viel los ist. Natürlich als jemand, der hier einfach nur so rumläuft. In Ordnung. Als Korporal. Verstanden. Interessant. Ein Beil. Für die beiden Charaktere nichts, aber vielleicht für spätere. Wolfsfell auch gerne, warum eigentlich nicht, ne? Da sollen wir jetzt mit Sicherheit nicht rein und können es wahrscheinlich auch gar nicht. Ui, 3 Wachen. Macht euch bereit. Bei den. Das ist Taha! Alarm! Nix Alarm hier. Hier wird gar kein Alarm gemacht. Ich hole jetzt Bertrand und dann verpisse ich mich. Da und dann seht er uns auch niemand wieder. Interessant. Ihr geht down. Moment, ist das verflucht! Holt sie euch! Mann, Digga, der Gefangene sollte auch noch geheilt werden, aber der ist leider in dem Moment weggelaufen. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas übersehen? Warum kann ich denn da noch rein? Was ist da denn? Worum geht's? Also, das ist auch ein Eingang, der so leuchtet, ne? Auch wenn wir da nicht rein sollen, aber hier leuchtet der Eingang. Soll ich hier vielleicht reingehen, oder was? Was macht ihr? Müssen wir nicht zu diesem weißen Turm? Achso, okay, zum grauen Turm. Ich wollte nur etwas überprüfen. Da sollten wir wahrscheinlich auch nicht rein. Okay, dann hier rein. Na, sieh mal einer an. Oh, wisst ihr was? Wir gehen da im nächsten Part rein, Leute. Also, wenn ihr wissen wollt, was passiert und ob wir entkommen werden, dann unbedingt wieder einschalten. Bis dahin und ciao.